Hallo zusammen, ich melde mich zurück aus meiner kleinen unfreiwilligen Videopause. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wenn ihr mich verfolgt, Social Media mäßig, dann habt ihr es gesehen. Ich habe die letzten Wochen mit einer ganz furchtbaren Lebensmittelallergie zu kämpfen gehabt. Und dank Cortison-Tabletten bin ich aber jetzt wieder so gut wie neu. Es muss sich jetzt nur noch hier und da die Haut erholen, aber dann geht's wieder. Ja, ich bin sehr excited heute, weil ich euch endlich verkünden darf, heute. Und zwar darf ich euch heute endlich sagen, wer von meiner Gruppe ja, ins Finale kommt. Und selbst meine Mädels aus der Gruppe wissen es noch nicht. Deswegen ist das natürlich heute besonders spannend für mich. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, verlinke ich euch gerne nochmal die ganze Aktion unten in der Infobox. Wir mit Lancôme suchen den Beauty-Blogs da quasi die nächste Generation an YouTubern. Es gibt da ziemlich viele geile Sachen zu gewinnen, wenn man den ersten Preis macht, also den Beauty-Blogs da 2014 wird. Und ich habe dazu einige von meinen YouTube-Kandidatinnen ins Rennen geschickt und eine aus meinem Team ist tatsächlich in die Top 3 gekommen. Und das ist die liebe Nina. Die Nina Kutschera. Ich meine, das war jetzt nicht wirklich, wirklich schwierig zu erraten. Denn Nina hat mit Abstand die meisten Votes von allen Teilnehmerinnen bekommen auf Facebook. Da konntet ihr nämlich euren Liebling für euren Liebling voten und Nina hat da sowas von abgeräumt einfach nur. So, jetzt steht das Finale an. Also aus jedem Team, aus Team Rebecca, Team Mina und meiner Nina, geht es jetzt ins Finale und zwar am 20. Also schon sehr bald, noch ja etwas über eine Woche. Und ja, wir treffen uns dafür alle zusammen in Düsseldorf, in einer Location, die ich euch dann verkünden werde bald. Und da findet dann das Finale statt. Also ein Live-Finale, richtig mit Aufgaben und so weiter. Und einer Fachjury. Und ja, ich habe das große Vergnügen, dass ich 10 von euch mitnehmen darf zum Finale. Also wenn ihr Bock darauf habt, ihr kommt aus dem Raum Düsseldorf, weil die Fahrtkosten werden jetzt nicht übernommen dafür. Also wenn ihr aus dem Raum Düsseldorf seid, ihr habt an dem Tag am 20. habt ihr Zeit ab, ich meine 14 Uhr geht's los, dann seid mal gespannt, beziehungsweise behaltet mal euer Facebook im Auge, denn ich werde dafür ja so eine kleine Facebook-Verlosung machen, beziehungsweise werde das da nochmal hinschreiben und unter all denen, die kommentieren unter dem Facebook-Post, werde ich mir dann 10 Leute random aussuchen, die dann mitkommen. Also, die 3 Finalistinnen sind da, wir 3 YouTuberinnen sind da und natürlich dann 30 von euch und noch mehr. Ja, darum soll es aber heute in dem Video gar nicht gehen, aber ich wollte es natürlich nochmal kurz sagen. Definitiv vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an alle Teilnehmerinnen. Gratulation auch an die anderen beiden, ne? Viel Glück, ihr habt keine Chance, aber ich wünsche euch viel Glück. Und ja, natürlich meine Lieben aus meinem Team, ihr seid toll. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir so fleißig ein paar WhatsApp schreiben. Und ja, also gebt deswegen nicht auf. Ich meine, meine Mädels sind da eh nicht so. Die gönnen es alle von Herzen, denn Nina, das weiß ich. Deswegen brauche ich da jetzt gar nicht große Worte verlieren. Ich glaube, dass das gar nicht nötig ist. So. Jetzt kommen wir aber eigentlich zum eigentlichen Thema, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich gesehen die DM Haul Challenge bei der lieben Barbie. Wer sie noch nicht kennen sollte, ich verlinke sie euch hier auch nochmal. Und dann habe ich dann dieses Video von ihr gesehen, die DM Haul Challenge, und fand das sehr, sehr spannend. Also ich bin ja sonst nicht so jemand, der einen Haul macht, und auch Challenges oder Tags mache ich jetzt nicht so gerne häufig, aber das fand ich echt witzig und vor allen Dingen war das für mich wirklich, wirklich eine Challenge, weil die Aufgabe gar nicht so leicht war. Also ich habe mir das angeguckt und habe natürlich schon so im Kopf gedacht, so, ja, das könntest du, das könntest du. Aber als ich dann bei DM war,
Also wirklich, also mit manchen Sachen habe ich mich super schwer getan. Aber legen wir los. Also, die erste Aufgabe in der Challenge ist ein Produkt unter 2 Euro. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Ich muss zu meiner Schande, zu meiner wirklich großen Schande, muss ich sagen, ich war jetzt schon wirklich mehrere Monate nicht mehr ja so shoppen, shoppen. Na, so einkaufen bei Kaufland zähle ich jetzt mal nicht, sondern ich meine jetzt richtig shoppen. Und ja, das war so, da hat sich so ein bisschen was angestaut. Und ich habe es vielleicht mit dem Einkaufen bei DM ein bisschen übertrieben. 4 Sachen zeigen unter 2 Euro. Und zwar zum einen von Alnatura die Mandelschnitten. Die liebe ich mega. Boah, die sind so geil. Ich nehme die immer so in meine Handtasche mit. Auch die Kinder essen die total gerne. Ist halt ein leckerer und nicht ganz so ekelhaft süß Snack irgendwie. Also ist voll gut. So, und dann habe ich mir mitgenommen die Wassermelonen, also die Melon-Tango Seife. Weil meine kleine Maus, die steht total auf Wassermelone. Und jetzt als Duschgel oder als Bodylotion fand ich das jetzt nicht so geil, aber Handseife finde ich auch absolut okay. Dann für die Dusche habe ich mir mitgenommen von Balea Tote Meersalzdusche blauer Teeduft. Also, das fand ich gut. Das ist für trockene und gereizte Haut. Und ich habe ja gerade so ein bisschen mitgenommene Haut. Und das riecht so lecker, halt nach Tee. So blumig und nach Früchtetee irgendwie. Also es ist halt Duschgel. Aber es riecht ganz gut. Finde ich, es riecht auf jeden Fall ganz gut. Dann ein Summer Must-Have. Da habe ich auch mehrere zur Auswahl jetzt. Und zwar, eins, zwei. So, und zwar als Summer Must-Have habe ich jetzt hier 4 Sachen gekauft. Ja, sie werden losgelassen, ne? Schlimm. Und ich hatte noch mehr Nagellacke in der Hand. Ich schwöre es euch. Ich hätte bestimmt 4 oder 5 Nagellackfläschchen in meinem Korb und dachte dann, bist du eigentlich bescheuert? Bist du eigentlich bescheuert? Du trägst doch sowieso immer nur dieselben 3 Farben. Also von daher. Also zum einen habe ich mir von Essie mitgenommen den Find Me on N on Aces. Oh Gott, jetzt nochmal richtig. Find Me N on Aces. Also so sieht der aus. So ein ganz schönes Blau. Ich habe den auch heute drauf. Wirklich ein sehr, 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 sehr helles Blau. Also das hellste Hellblau, das man sich so vorstellen kann. Also ich liebe es. Und ich meine aber, der war jetzt nicht, boah, limitiert. Und zwar ist der Bikini Sotini. Da weiß ich wirklich nicht, ob der auch so ein limitierter ist oder ob ich den aus dem Standardsortiment daraus gezogen habe. Keine Ahnung. Aber der ist so auch hellflieder mit. Das kann man natürlich jetzt wieder mal nicht so dolle erkennen. Mit. Doch, jetzt kann man sehen. Mit Glitzer. Mit so schönen Schimmerpartikelchen drin. Den habe ich auf meinen Fußnägeln, aber die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Keine Angst. Also, das sind auf jeden Fall so meine Sommerfarben. Ich weiß, viele lieben auch Korall. Korall mag ich auch. Aber ich bin noch zu blass. Also ich finde Korallnagellack finde ich schön, eher zu gebräunter Haut. Und ich finde, die gehen auch noch gut zu meiner jetzt noch winterlich blässlichen Haut. Und ja, das sind so typische Farben, die würde ich jetzt nicht im Winter tragen. So, das sind für mich richtige knalle Sommerfarben. Ja, außerdem, wo wir gerade schon beim Korall sind, habe ich mir geholt, auch hier bei DM, L'Oreal Glam Matt Intense Matt Gloss in der Farbe Coal
Danny Mister. Danny Mister. Ja. Die Farbe trage ich heute. Es erinnert so ein bisschen an diese Soft Matte Cream von Manhattan. Also finde ich sehr, sehr ähnlich. Es gibt auch nicht wahnsinnig viele Farben. Ich glaube 4. Und ja, das ist die, die ich mir mitgenommen habe. Es ist ein wirklich schönes Korall. Und es ist sehr angenehm auf den Lippen zu tragen. Sehr soft, schön weich und halt eher matt. Wie der Name schon sagt. Das hat übrigens gekostet, der diese Lip-Dingsbums hier, 8,85 Euro. Und die Nagellacke kosten 7,95 Euro. Ja, und dann habe ich mir noch mitgenommen, weil da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, den Catrice Liquid Highlighter aus der Le Grand Bleu Limited Edition. So ein Stift. Und ja, Verpackungsdesign ist halt ganz putzig. Aber ich fand den Highlighter so grandios. Der macht so einen schönen Schimmer. Es ist mit so einem Bürstchen und man dreht hier. Und dann kommt hier oben an der Spitze was rausgeschossen. So sieht das aus, das Zeugs. Und das macht wirklich so einen schönen Kerzenschimmer-Glow. Jetzt ist das natürlich hier alles so schön überbelichtet. Mit dem Sonnenlicht. Aber man sieht es gar nicht ganz schön. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schöner, zarter Schimmer. Glow, Sonnen, nicht Sonnen, Kerzenschein, Schimmer, den man dann ins Gesicht zaubern kann. Da ich heute auf der einen Seite sehr im Schatten bin und auf der anderen total überbelichtet, kann man es heute nicht so gut sehen. Aber ich trage den heute auch und bin damit sehr zufrieden. Also wenn ihr den noch bekommt, solltet ihr euch den anschauen. Also ich bin auf jeden Fall immer zu haben, wenn es so mit Highlightern und so. Und ich fand den echt gut. So, dann. Aufgabe war 3, ein untypisches 2-in-1 Produkt. Ich habe die Aufgabe, das muss ich jetzt mal sagen, nicht wirklich gut erfüllt. Denn eigentlich sollte es ja ein untypisches 2-in-1 Produkt sein. Also quasi wie die Barbie das gemacht hat. Sie nimmt ihre Körperbutter für ihre Haare. So, aber sowas habe ich nicht. Also ich habe kein Produkt, das ich zweckentfremden würde. Und also zumindest nicht untypisch. Deswegen habe ich geguckt nach einem 2-in-1 Produkt, das es schon so gibt, was ich aber niemals so kaufen würde, wenn das jetzt Sinn macht. Also es ist ein 2-in-1 Produkt, aber es ist untypisch für mich. So. Und da habe ich mich entschieden für das Balea Aftersun 2-in-1 Shampoo und Spülung. Und zwar ist es deswegen untypisch, weil ich erstens niemals ein 2-in-1 Produkt kaufen würde. Und zweitens habe ich noch nie UV-Schutz oder Aftersun oder sowas für die Haare benutzt. Also ist nur für den Körper, aber halt noch nie für die Haare. Ja, ich habe den Haul letzte Woche schon gemacht. Also beziehungsweise ich habe den Einkauf letzte Woche schon getätigt. Und habe schon mir damit 2-mal die Haare gewaschen. Und ja, ne, also ich habe die damit gewaschen und Luft trocknen lassen. Ist okay. Also ich finde, die sind jetzt nicht so wirklich spülungsmäßig weich. Ne? Also sie könnten noch ein bisschen weicher sein, finde ich. So pflegemäßig könnte es noch ein bisschen mehr tun. Aber was ich total mag, ist der Duft. Also es riecht total nach... Es riecht total nach Sommer, nach Sonnencreme, nach Sonnenmilch, nach Strand und... Boah, also es riecht mega nach Sommer. Typischer Sonnencreme-Duft. Also ich mag das sehr, sehr gerne. War auch jetzt nicht so teuer. Das kostete 1,45 Euro. Ja, seht ihr mal, da habe ich sogar noch ein unter 2 Euro Produkt gefunden. Die nächste Aufgabe... Das war sehr, sehr schwer. Das war wirklich das Schwerste. Und zwar ein Out-of-Your-Comfort-Zone-Produkt. Also ein Produkt, das, mit dem ich mich
eher nicht beschäftige, mit dass ich eher nicht kaufe, eine Farbe, ein Produkt, irgendetwas. Es gibt ja so Sachen, die macht man nicht, weil man sich damit nicht so wohl fühlt, die alleine schon zu benutzen oder zu machen. Keine Ahnung, manche mag kein Eyeliner zum Beispiel oder so. Und da musste ich echt tief in mich gehen und habe da bestimmt 10 Minuten gestanden und bin durch die Wege gelaufen und durch die Gänge gelaufen und habe mir die Produkte angeguckt und habe echt, weil es gibt so wenig, was fern von meiner Komfortzone ist, außer natürlich Kaltwachsstreifen unter den Achseln, aber ich möchte mal jemanden sehen, der das gerne macht. Deswegen bin erstmal weiter shoppen gegangen, aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und zwar bunte Mascara, also farbige Mascara, ist für mich ein Graus. Ich finde das ganz schlimm und furchtbar hässlich und würde das auch niemals so jetzt... Ich würde jetzt niemals in den Laden gehen und denke, heute kaufe ich mir mal farbige Mascara und trage die auch. Also ich werde sie definitiv mal benutzen, weil jetzt habe ich sie ja auch gekauft. Es ist die Essence Viva Brasil Eye und Hair Mascara in grün. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ach, vielleicht für meine Tochter kann ich ihr das noch in die Haare schmieren. Also grüne Mascara, boah, da weiß ich ehrlich nicht, da weiß ich. Ich bin gespannt. Ich werde mal ein bisschen damit rumexperimentieren und letztendlich, wenn ich mich damit nicht wirklich wohlfühle, dann wird es ein Haarmascara für meine Tochter werden. Gekostet hat die übrigens 2,95 Euro. Dann Nummer 5. Ein Produkt, das Männer auch benutzen sollten. Und da habe ich auch überlegt, was sollten die denn benutzen? Zahnbürste, eine Nagelschere wäre nicht schlecht, Deo wäre auch nicht schlecht. Und dann dachte ich auch schon, Mann, bist du kreativ? Und das Video wird ein Knüller. Da wird keiner mit rechnen, dass du sagst, Männer sollten auch Deo benutzen. Deswegen bin ich auch da weitermarschiert und bin sehr lange bei DM rumgelaufen, immer wieder durch die Gänge, und dann habe ich einen Aufsteller gesehen und dachte, ja, und zwar gibt es jetzt neu von Balea, das wird eine Balea-Dauerwerbesendung irgendwie hier, von Balea ein elektrischer Hornhautentferner, und damit habe ich sowas von ins Schwarze getroffen, denn es ist elektrisch und Männer lieben elektrisch. Und kaum hatte ich das Ding zu Hause, hat mein Mann schon gesagt, oh, was ist denn das? Der hat das direkt ausprobiert. Also ich habe es auch schon ausprobiert. Ich habe das hier auch schon aufgemacht. Also wir haben den alle hier schon mal ausprobiert. Ich will jetzt nicht eklig werden, deswegen werde ich euch jetzt nicht hier eine Nahaufnahme meiner Käsefüße machen oder so ein Scheiß. Aber ich zeige euch nochmal, weil alles so bei ist, weil für den Preis und die Funktion ist das ein Knüller. Also hier haben wir einmal das Gerät an sich. Moment, ich mache euch hier mal die Kappe wieder drauf, die Schutzkappe, dann sieht man den geraspelten Käsefuß schon nicht mehr so sehr da dran. Also so sieht das aus. Hier kommt noch so eine Schutzdings und hier kommen die Rollikes rein, diese Hornhautabrieb Rollikes. Hier kommen Batterien rein, die sind auch schon mit dabei. Außerdem sind noch mal 4 extra Rollen dabei. Einmal die roten, das ist für die sanfte, ja, für die zarten Füßchen. Und die blaue ist schon für die Profi-Hornhaut. Für die Hardcore-verhornte Fußsohle. Und dann tut man die Batterien rein und dann geht es auch schon los. Ich kann das ja mal anmachen. Da braucht man auch keine Angst haben, das tut nicht weh. Und es ist echt super effektiv, also das hat echt Bock gemacht. War echt witzig. Das funktioniert tatsächlich auch nur an den Stellen, wo wirklich auch Hornhaut ist.
wenn da gar keine dolle Hornhaut ist, da wird da auch nichts weggehobelt. Das finde ich ganz gut. Und da ist auch noch irgendwie so ein automatischer Stopp drin eingebaut, dass du ja nicht zu fest drücken kannst. Also es ist schon wirklich gar nicht mal schlecht. Ich fand, dass sehr gut angewendet wird, das auf dem trockenen Fuß. Also Füßchen trocken lassen und dann abschmirgeln. Und danach kannst du den baden und eincremen. Mit Sicherheitsstopp. Steht auch drauf. Hier, mit Sicherheitsstopp. So, und ja, das sollten Männer definitiv auch benutzen. Auch Männer tragen im Sommer gerne mal einen offenen Schuh. Und das ist echt eklig, wenn was man da so sieht. Also die gepflegte Füße finde ich bei Männern auch vollkommen angebracht. So, und zwar das gute Stück, passt auf, kostet tutto completo 19,95 Euro. Da kann man doch wohl nicht meckern, oder? 19,95 Euro fand ich dafür echt einen guten Preis. So, ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten, meine ich. Ja, und zwar etwas, ein Produkt für den anderen. Und für den anderen, da habe ich gleich an meine Mama gedacht, die mir nämlich immer eins vorjankt, dass sie, oh Moment, mein Fuß ist eingeschlafen, dass sie einen Eyeliner sucht. Ach ja, und jetzt werdet ihr alle wieder den Kopf übereinander, die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh, die mit ihrem blöden Eyeliner. Ja, ich mit meinem blöden Eyeliner, ich habe Ideen von... Welchen auch sonst, ne? Welchen auch sonst? Den von Essence. Den Black. Den Liquid Eyeliner in Waterproof, der nicht verschmiert, ewig hält, total super ist. Den und den ihr nicht mehr hören könnt. Ich höre auch sofort auf, darüber zu sprechen. War ja so klar. Der kostet 2,45 Euro. So, und jetzt zeige ich euch noch, was ich mir sonst noch geholt habe. Schnell. Zwar habe ich mir noch geholt das CD Deo Glücksgefühl. Und zwar ist das ohne Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe. Und ja. Leider muss ich dazu sagen, es ist auch ohne Aluminiumsalze. Es ist aber auch leider ohne Wirkung, also zumindest bei mir. Ich liebe den Duft, es riecht total gut und hier steht auch drauf, dass es nachweislich gute Laune macht. Das kann auch gut sein. Also ich finde, es riecht wirklich super. Nur leider, wenn es so richtig heiß ist und man schwitzt, dann schwitzt man wie Sau und stinkt trotzdem. Also... Die Deo-Wirkung ist jetzt nicht so grandios, leider, aber der Duft ist toll. Also das kann man eher so als Spray fürs T-Shirt oder so benutzen. Meine Abschminktücher, meine heißgeliebten Abschminktücher, beste für mich. Dann eine kleine Meridol-Zahnpasta. Wollte ich mal ausprobieren, weil ich da was am Zahnfleisch habe. Und da wollte ich mal gucken, ob die mir da helfen kann, diese Zahnpasta. Ach so, Preis von dem Deo. 2,45 Euro. Dann habe ich mir noch geholt ein Volume Million Lashes Noir Excess Mascara. Und ja, die finde ich gut. Aber ich mag ja alle diese Volume Million Lashes, die finde ich ja alle gut. Und ganz ehrlich, irgendjemand muss mir mal den Unterschied erklären zwischen all denen. Es gibt ja jetzt mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Arten von der Volume Million Lashes. Für mich sehen die aber alle gleich aus. Außer, klar, die Umverpackung ist vielleicht ein bisschen farbverändert, aber das Bürstchen und das Zeug da drin ist irgendwie alles gleich. I don't know. So, was habe ich mir denn noch gegönnt? Ja. Und dann habe ich mir noch geholt von Blistex den Happy Lips Too Sweet to Kiss. Hochwertige Lippenpflege mit Fruchtduft in der Geschmacksrichtung. Erdbeere mit Sonnenschutz. So. Sieht das Ganze aus. Weil... Benny, mein kleiner Sohn, der jetzt etwas über 2 ist, zweieinhalb sogar schon, hat meine ganzen EOS-Lip-Dinger gegessen.
eiskalt, ne? Der nimmt diese kleinen EOS-Kugeln und dann hat er da so reingebissen. Natürlich konnte ich jetzt alles schön mit dem Finger da rauspulen aus dem Mund. Das war nicht schön. Aber jetzt sind die alle kaputt. Und diese Baby Lips von Maybelline finde ich total eklig. Boah, die, da kriege ich echt einen Schüttelreiz. Eine Schüttelreiz. Wie sagt man? Ein Würgereiz. Würgereiz, ja. Da schüttelt es mich und ich kriege einen Würgereiz. So, das wollte ich sagen. Ja, dann habe ich mir noch geholt. Ich mache jetzt nämlich bald wieder ein Sommer-Hair-Video. Es gibt nämlich diverse neue Produkte von L'Oreal zum so Sommer-Hair-mäßig. Die haben mir auch schon ein PR-Sample zugeschickt von diesem Sun-Gelee, Sun-Kiss-Gelee. Wenn ihr wisst, was ich meine, so ein Zeug, was man in die Haare, nach dem Haare waschen, tut man das in die Haare und dann hält das die Haare auf, wenn es warm wird. Habe ich jetzt auch schon einmal benutzt. Aber konnte ich jetzt keine wirkliche Wirkung feststellen. Ich glaube, das muss man auch öfter benutzen. Aber ich würde ganz gerne hier, so in dem Bereich, ein paar hellere Highlights ziehen. Und da kommt mir das natürlich genau gelegen. Diese Glam Lights. Die Glam Lights habe ich mir geholt. Yep. Yep, yep. Genau, und da werde ich aber ein extra Video zu machen. Da werdet ihr live dabei sein, quasi, wenn ich das verwurste. Und jetzt habe ich nur noch drei Kleinigkeiten. Einmal diesen Pinsel. Der sah nämlich total ansprechend aus. Der erinnert mich an den Buffer von Rebecca. Nur in kleiner. Vielleicht finde ich den gut für zum Konturieren. Oder für Creme Rouge. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Aber ich fand den sehr ansprechend. Der war auch nicht teuer. Was hat denn der nochmal gekostet? Gott, ich bin so am Schwitzen. 3,95 Euro der Pinsel. Ich werde euch berichten, ob der was getaugt hat oder nicht. Ja, und dann war ich bei Zehmann und habe meiner Tochter noch Haargummis geholt. Beziehungsweise mir. Wir teilen uns die ja immer. Und die kosten nur 39 Cent das Stück. Ja, das war's. Ich habe euch alles gezeigt. Das ist verrückt, oder? So viel Kohle habe ich da gelassen. Unglaublich. Aber es... Ja, nun, so oft mache ich jetzt ja nicht. Ne? Ich mache jetzt ja nicht jede Woche. Ich mache jetzt alle 3 Monate vielleicht mal. Ja, ich hoffe, die DM Haul Challenge hat euch gefallen. Ich tagge jetzt auch noch jemanden. Ich tagge... Boah, wen könnte ich denn immer damit ärgern? Die Rebecca. Die Rebecca Flöter, die tagge ich auf jeden Fall. Ich glaube, die ist eh nicht so die DDM-Maus. Also ich tagge auf jeden Fall die Ebru, die Chrissy und die Rebecca Flöter. Ja, und natürlich jeden, der Bock hat, das auch mal auszuprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns teilweise dann bald in Düsseldorf. Und ich wünsche euch noch einen tollen, sonnigen Tag. Bis bald!